Honigperlen, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der dich bei deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter. Ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du mit dabei bist. Hallo und schön, dass du dich entschlossen hast, mit mir heute diese Wunscherfüllungsreise im meditativen Zustand anzutreten. Bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar wichtige Infos für dich und für dein Unterbewusstsein. Wir alle haben Wünsche, die sich noch nicht erfüllt haben. Und oftmals fühlen wir uns den Umständen dann ausgeliefert und denken, wir könnten ohnehin nichts tun, um die Realisierung unseres Wunsches zu fördern. Aus Sicht des Mentaltrainings stimmt es aber nicht, denn wir haben jederzeit Werkzeuge in uns bereit, die es uns ermöglichen, unserer Wunschrealisierung näher zu kommen. Und eines dieser Werkzeuge ist die sogenannte Visualisierung. Gehirnforschung hat erkannt, dass Bilder wahnsinnig kraftvoll sind und dass es für unser Unterbewusstsein keinen Unterschied macht, ob wir uns etwas vorstellen oder ob wir es real erleben. Unsere Gefühle reagieren auf die Vorstellung genauso wie auf die Realität. Und durch das Visualisieren unseres Wunsches bereitet sich also unser gesamtes Innenleben auf die Erfüllung vor. Und wir senden dadurch elektromagnetische Schwingungen aus, die im Außen ihresgleichen suchen. Und das führt weiters dazu, dass die Wahrscheinlichkeit unserer Wunschrealisierung enorm ansteigt. Zudem erhalten wir durch so eine Visualisierung ein ganz genaues Bild darüber, wie wir uns verhalten würden, was wir denken würden und wie wir uns fühlen würden, wenn unser Wunsch zur Realität wird. Wir können dadurch also ein Stück weit ableiten, was wir bereits jetzt denken und tun könnten, um die Wunscherfüllung förmlich in unser Leben zu ziehen. Ja, und deshalb möchte ich dich heute zu einer Meditation oder zu einer Reise zu deiner persönlichen Wunschrealisierung mitnehmen. Bevor du loslegst, überlege dir einen Herzenswunsch, der sich in deinem Leben noch nicht erfüllt hat. Wenn du einen Moment brauchst, dann stoppe den Podcast einfach hier, mach dir ein paar Überlegungen und wenn du deinen Wunsch gefunden hast, dann legen wir los. Schließe deine Augen. Und konzentriere dich einen Moment ganz auf dich selbst. Spüre deinen Körper, die Unterlage, auf der du gerade sitzt oder liegst. Fühle deine Kleidung. Wo am Körper liegt sie an? Und dann nimm die Schwere, die angenehme Schwere deines Körpers wahr. Die Schwere deiner Arme, deiner Beine, deines Beckens und deiner Schultern. Und lass es zu, dass sich alle Muskeln jetzt mehr und mehr entspannen. Um dies zu intensivieren, nimm einen tiefen Atemzug in den Bauch hinein und beim Ausatmen lass alles los. Lass die Anspannung aus dir fließen. Noch einmal tief in den Bauch hinein und beim Ausatmen lass los. Du wirst immer lockerer und lockerer, deine Muskeln entspannen sich. Atme tief ein und beim Ausatmen lass los und spüre, wie die Anspannung aus dir fließt und sich jeder Muskel deines Körpers entspannt. Und nun mach dich bereit
und denke an deinen Wunsch, an jenen Wunsch, den du in Erfüllung bringen möchtest. Gestalte vor deinem inneren Auge ein Bild davon, wie es sein wird, wenn dein Wunsch wahr wird. Sieh dazu dich selbst in einer bestimmten Situation, wenn dein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist. Was siehst du? Was siehst du rund um dich? Welche Menschen oder Dinge sind da? Und was siehst du noch? Beobachte dich selbst. Erkennst du ein Leuchten in deinen Augen? Ist deine Haltung aufrecht? Lächelst du? Sagst oder tust du etwas? Sieh dich selbst und beobachte. Was geschieht jetzt rund um dich? Nimm es wahr. Und nun tauche ein, werde ein Teil deines inneren Filmes, so als würdest du jetzt direkt in deiner Wunschrealisierung sein. Schlüpfe in deinen Körper, in der Wunschrealisierung hinein und nimm wahr, wie du dich fühlst. Welche Emotionen spürst du? Ist da Freude? Ist da Stolz? Ist da Stärke, Selbstvertrauen, Liebe, Verbundenheit? Tauch ein und nimm sie wahr. Nimm die Körperhaltung ein, die du in deinem inneren Film hast und erlebe deine Wunscherfüllung jetzt genau so, wie du sie vor deinem eigenen inneren Auge dir ausmalst. Erlebe mit jeder Faser deines Körpers jetzt deine Wunscherfüllung. Ich lasse dir dazu einen Moment Zeit. Und nun speichere diese Wunscherfüllung in deinen Zellen, in deinem Unterbewusstsein. Bleibe dazu mit all deinem Sein in der Wunscherfüllung und nimm 3 tiefe Atemzüge. Atme ein und sage dir: Ja, ich bin gewiss, mein Wunsch wird wahr. Atme noch einmal und sage dir: Ja, ich weiß, alles, was ich mir vor meinem inneren Auge vorstellen kann, hat die Kraft, real zu werden. Atme ein drittes Mal, nimm meine Worte und sage dir so selbst: Durch die Kraft meiner Gefühle ziehe ich meine Wunscherfüllung jetzt in mein Leben. Ich wiederhole die 3 Sätze noch einmal, übernimm sie so, als wären es deine eigenen. Ja, ich bin gewiss, mein Wunsch wird wahr. Ja, ich weiß, alles, was ich mir vor meinem inneren Auge vorstellen kann, hat die Kraft, real zu werden. Ja, durch die Kraft meiner Gefühle ziehe ich meine Wunscherfüllung jetzt in mein Leben. Du hast die Erfüllung deines Wunsches nun tief in deinem Unterbewusstsein verankert. Wann immer du in Zukunft daran zweifelst, komm zu dieser Wunscherfüllungsreise zurück. Es lohnt sich außerdem, diese Reise mindestens einmal pro Woche durchzuführen. Hab Geduld und sei gewiss, dass deine inneren Bilder und deine Gefühle wahnsinnig kraftvoll sind. Nun mach dich langsam bereit, zurück aus dem entspannten Zustand
ins Hier und Jetzt zu kommen. Bewege dazu deine Finger und deine Zehen, deine Arme und deine Beine. Kreise, wenn du möchtest, deine Schultern. Öffne langsam und behutsam deine Augen. Recke und strecke dich und komm wieder ganz im Hier und Jetzt in deinem wundervollen Leben an. Ja, schön, dass du dabei warst und schön, dass du zurück bist. Ja, ich würde mich freuen, wenn dir diese Wunscherfüllungsreise gut getan hat und du sie dir gelegentlich zur Verstärkung nochmal anhörst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du auch nächste Woche wieder hier im Podcast beim nächsten Thema dabei bist. Herzlich, deine Melanie.